Natürlich ist MINT-Bildung und die Verbesserung der MINT-Bildung eine nationale Aufgabe, ein nationales Anliegen. Aber auch ein internationales Thema, wenn man es nicht nur vor dem Hintergrund unseres Bildungssystems sieht, sondern vor dem gesamtgesellschaftlichen Hintergrund. Und die internationalen Strategien sind vielfältig. Sie reichen von Internationalität der Ausbildung, also den jungen Menschen eine Ausbildung zu vermitteln, die sie dann in der Lage versetzt, in international tätigen Unternehmen zu agieren oder überhaupt international relevante, vernetzte Aufgaben zu übernehmen. Es heißt aber auch, das wurde heute Vormittag auch mehrfach angesprochen, dass unser Bildungssystem interessant sein muss für Menschen aus dem Ausland, die nach Deutschland kommen, um ihre Ausbildung zu machen, vor allen Dingen, um das deutsche Bildungssystem zu vernetzen, aber am Ende dann auch, zumindest temporär, die Lücken zu füllen, die wir mit eigen ausgebildeten jungen Menschen zurzeit nicht füllen können. Da geht es dann im Wesentlichen darum, diese Menschen nicht nur hier auszubilden, sondern auch hier zu halten. Das sozusagen ganz kurz gefasst der Gegenstand dieses Wettbewerbes Internationalisierungsstrategien von deutschen Hochschulen. Heute ist der erste Teil Gegenstand der Bewertung durch die Jury gewesen, also Internationalisierungsstrategien. Wir werden dabei nicht stehen bleiben, sondern die beteiligten Hochschulen, die sich beworben haben, einladen, in einem Benchmarking-Club weiter zusammenzuwirken, um einen Austausch zu fördern, wo dann das, was an einzelnen Hochschulen fruchtbar entwickelt wurde, auch für andere nutzbar gemacht wird. Das soll dann am Ende auch veröffentlicht werden, in dieser klassischen Form von Publikationen, die gedruckt sind, aber natürlich auch in digitalen Formaten. Ein Format, das heute gerade vorgestellt wird, ist das zu Internationalisierungsstrategien im Rahmen des nationalen MINT-Forums. Die Exemplare liegen hier aus. Das ganz kurz zur Begrüßung und zur Vorrede. Jetzt aber zum eigentlichen Teil des Programms, zur Preisverleihung. Und die wird Herr Zetsche vornehmen. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Schlüter, sehr geehrte Preisträger, verehrte Mitglieder der Jury, meine Damen und Herren. Als ich die Anfrage für die Preisverleihung bekam, habe ich mit Blick in den Kalender feststellen können, und das wurde ja schon erwähnt, dass heute die Bekanntgabe des WM-Kaders ist. Klingt fast so, als hätte sich die nationale MINT-Plattform und der Nationaltrainer abgestimmt in diesem Thema. Denn im Hörsaal wie auf dem grünen Rasen gilt, wir brauchen die besten Köpfe. Bei den Fußballern auch die besten Füße, aber sicherlich auch die besten Köpfe. In der deutschen WM-Auswahl gibt es unter anderem Spieler mit ghanaischen, mit polnischen, mit türkischen Wurzeln. Unser Nationalteam ist eigentlich ein Internationalteam. Und das muss in den MINT-Fächern eben auch unser Ziel sein. Im Wintersemester kam immerhin jeder fünfte Studienanfänger in den Ingenieurwissenschaften aus dem Ausland. Immerhin, aber auch nur. Bei den Mathematikern und Naturwissenschaftlern waren es 14,5%. So weit, so gut, wenn wir nicht in die Demografiefalle tappen würden. Deshalb müssen wir weiter zulegen, um auch mehr Özils und Podolskis und Boatengs unter den MINT-Absolventen in der Zukunft zu haben. Das ist natürlich keine Einbahnstraße, die Internationalisierung. Das führt mich zu dem zweiten Punkt, das internationale Know-how. Das sollte nicht die Ausnahme, sondern die Regel sein, auch bei den deutschen Teilnehmern hier des Studiums. Zurzeit bringt nur jeder 20., ich habe das vorhin schon erwähnt, angehende Ingenieur einen Teil, oft nur einen kleinen Teil des Studiums im Ausland. Bei den Mathematikern und Naturwissenschaftlern sieht es kaum besser aus. Dabei bin ich überzeugt, für Studierende ist ein Auslandssemester so wichtig wie für einen Fußballer eine Saison bei Real oder bei Chelsea. In einer exportorientierten und global vernetzten Wirtschaft wird Auslandserfahrung immer mehr vom nice to have zum must. Wir nehmen das Beispiel Daimler. Wir sind in 150 Märkten tätig. Wir haben auf 5 Kontinenten natürlich unsere Produktion und auch andere Teile der Wertschöpfung, wie Sie es gesagt haben, Entwicklung etc. Wir erwirtschaften über 80% unseres Umsatzes außerhalb von Deutschland. Wenn wir Leute mit Auslanderfahrung suchen, dann sind es nicht diejenigen, die in Berlin studieren und dann nach Stuttgart kommen, sondern das geht der Anspruch etwas weiter. Deshalb haben wir eben diesen
im International Wettbewerb gemeinsam zwischen dem Daimler Fonds, der Daimler und Benz Stiftung und dem Stifterverband geschaffen. Der Name ist Programm. Wir suchen die besten Konzepte, wie wir MINT und international vorbildlich zusammenbringen können. Die Vielzahl guter Ideen hat es in der Fachjury nicht leicht gemacht. Herr Professor Kleiner, als Dortmunder werden Sie mir sicher zustimmen, mehr Spannung bis zur letzten Minute ist aber auch besser, als wenn schon vorzeitig feststeht, dass die Meisterschale nach München geht. Meine Damen und Herren, unsere erste Auszeichnung geht zwar ebenfalls in den Freistaat, allerdings nach Franken, und die sind ja im Moment nicht unbedingt fußballerisch verwöhnt, sondern eher leidgeprüft. Umso mehr gönnen wir der Hochschule Würzburg-Schweinfurt unseren Best Strategy Award. Liebe Frau Professor Saueressig, ganz herzlichen Glückwunsch. Sie bieten einen sogenannten Twin Bachelor Degree an. Dabei wechseln deutschsprachige Studierende nach und nach in englische Kurse und umgekehrt. Das Konzept ist so überzeugend, dass man sich eigentlich fragt, warum haben wir das nicht schon immer so gemacht? Soweit ich weiß, haben Sie auch noch andere Ideen im Köcher. Die Botschaft dieses Preises ist damit klar. Mehr davon und weiter so. Ganz herzlichen Glückwunsch. Ganz herzlichen Glückwunsch. Das finde ich ganz super. Das ist schwer. Ist auch was wert. Und hier ist auch dokumentiert. Wunderbar. Sie haben es gesagt bei Ihrer Podiumsdiskussion, dass Deutschland Importweltmeister bei MINT-Talenten sein soll. Wir wollen nicht Importweltmeister bei MINT-Talenten sein, sondern wir wollen die MINT-Talente bei uns an der Hochschule Würzburg-Schweinfurt erst ausbilden. Das heißt, wir werben mit dem Slogan Become a German Engineer, also die Ingenieursausbildung aus Deutschland quasi als Marke weiterzutreiben, Ausbildung für internationale Studierende bei uns in einem englischsprachigen Studienmodell. Das heißt, um hier auch die Hürden klein zu machen. Oh, danke schön, das ist sehr nett. Ja, es ist schwer. Vielen Dank. Damit eben auch internationale Studierende von überall aus der Welt zu uns kommen, parallel dazu den gleichen Studiengang in Deutsch anzubieten. Das heißt, die Studierenden haben die Möglichkeit, gemeinsam zu studieren. Das heißt, auch die Internationalisierung für unsere deutschen Studierenden in Deutschland voranzubringen. Sie haben es erwähnt, dass relativ wenig MINT-Studenten auch ins Ausland gehen. So holen wir das Ausland zu uns und hoffen eben damit wirklich auch etwas zur demografischen Entwicklung bei uns beizutragen und natürlich auch dem Fachkräftemangel im MINT-Bereich zu begegnen. Und wir starten im Ingenieursbereich, Fakultät Wirtschaftsingenieurwesen, wo wir mit zwei Studiengängen jetzt im Wintersemester schon starten, Wirtschaftsingenieurwesen und Logistik, und freuen uns deshalb ganz besonders über diese Auszeichnung hier. Herzlichen Dank nochmal. Danke schön. Ich habe es gerade behalten. Danke schön. Wenn es um herausragende Hochschulen geht, dann sprechen wir oft von Leuchttürmen. Ich finde die Metapher relativ weit hergeholt, wenn wir beispielsweise von Würzburg sprechen. Aber bei dem anderen Preisträger in der Kategorie Universitäten passt sie perfekt. Denn bei Ihnen in Bremen, Herr Professor Scholz-Reiter, strahlt einer der höchsten Leuchttürme für Internationalisierung. Sie kooperieren mit rund 600 Partneruniversitäten. Mentoren kümmern sich um ausländische Studierende und Sie haben sogar eine Konrektorin für Interkulturalität und Internationalität den Platz eingerichtet und eine Dame dafür benannt. Was uns an Ihrer Strategie besonders gefällt, mithilfe interner Benchmarks etablieren Sie erfolgreiche Ansätze aus dem MINT-Bereich, auch an anderen Fakultäten. In Sachen Internationalitäten ist uns Ideenklau hochwillkommen. Herzlichen Glückwunsch und weiterhin viel Erfolg. Also herzlichen Dank. Ich kann hier, so, jetzt müssen Sie es auch erstmal schleppen. 1,5 bis 2 Kilogramm, würde ich sagen. Vielen Dank. Ja, ich möchte mich herzlich bedanken, vor allen Dingen beim Stifterverband, beim Daimler Fonds und bei der Daimler und Benz Stiftung für die Initiative, aber natürlich auch für das Preisgeld, mit dem wir sehr viel in Bremen in Bewegung setzen können. Das hilft uns bei unserer Internationalisierungsstrategie, die natürlich für eine forschungsstarke Universität eigentlich eine Selbstverständlichkeit ist. Denn Forschung findet auch wie Produktion, wie
unsere industriellen Prozesse heutzutage international statt. Wir sind als Universität Bremen eigentlich eine breit aufgestellte Universität, aber die Hälfte unserer Fachbereiche und Studiengänge sind in den MINT-Fächern, die andere Hälfte in den geistes- und sozialwissenschaftlichen Fächern. MINT-Berufe sind per se international, haben Sie auch gerade schon gesagt. Das heißt, beides dort zusammenzubringen, also MINT zu fördern, auch die Attraktivität von MINT-Studiengängen zu fördern und gleichzeitig die Internationalisierung, das können wir hier zusammenbringen. Und wir haben festgestellt, dass MINT nicht homogen ist, sondern natürlich die verschiedenen MINT-Disziplinen auch sehr unterschiedliche Internationalisierungsstandards haben, auch Qualitätsstandards in ihrer Internationalisierung, und dass sie eine Menge voneinander lernen können. Und das wollen wir mit Hilfe des Preisgeldes unter anderem auch befördern. Und dafür nochmal herzlichen Dank. Herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. We'll be right back.